Ja, und jetzt noch ein kurzes Update, und zwar zu den Mini-Teichpflanzen. Die sind ordentlich gewachsen, seitdem ich sie habe. Das ist das Sumpfvergissmeinnicht. Da ist die gelbe Sumpfdotterblume. Da ist leider eine Blüte ein bisschen abgeknickt. Shit happens. Die Zwergbinse, eine weiße Sumpfdotterblume, die ja ein bisschen arg langsamer wächst als die gelbe. Blühender Wasserfenchel, und da hinten ist ein Fallblatt. Es hat sogar einen Trieb rausgeschoben, also ich habe schon gedacht, dass es vielleicht nicht da ist oder so, oder stirbt. Das ist ungefähr da, wo gerade mein Ringfinger hier ist. Und mit dem Mini-Teich werde ich dann nach Ostern anfangen. Ich gehe mal hier kurz rüber. Ich werde tatsächlich eine von diesen Säcken oder was auch immer das ist, die blüht sogar, aufheben. Pflanzt sie aber nicht in den Mini-Teich, sondern in so ein Töpfchen rein. Und behalte die. Die kommt dann so an den Rand hin oder sowas, wo ich halt gerade wegen mehr Schatten brauche. Und da ist dann egal, ob da Igel drin sind. Solange die dann nicht im Mini-Teich mehr sind, ist mir das recht. Die zwei hier würde ich auch versuchen zu retten. Das müsste Botomus umbellatus sein. Vielleicht wachsen die hier in einem eigenen Schüsselchen besser als im Mini-Teich. Ich weiß es nicht. Und die Teich, also Zwergteichrose, werde ich auch, wie gesagt, behalten, und halt die Iris. Ja, und der Rest, ja, hat leider Pech gehabt. Da freue ich mich so gar nicht drauf, weil es nämlich mordsmäßig Arbeit wird. Und gerade das ganze Substrat da rausholen, ja, das ist schwer, das Zeug. Und wenn ich da anfange, eine von diesen Säcken rauszuziehen, ziehe ich garantiert den ganzen Bodengrund mit raus. Ja, also wie gesagt, nach Ostern ist der Mini-Teich dran. Bis dahin sollte ich dann auch mit meiner Buche fertig sein. Die größere von den Buchen, die schläft noch. Die kleinere, die hat jetzt angefangen, ihre Schuppen zu öffnen von den Knospen. Und dazu gibt es gleich noch mal ein kurzes Video zu den Pflanzen, die jetzt aktuell im Kältezelt sind. Ja, das sind die hier. Die zwei Eukalyptus-Stecklinge, meine Linde. Die habe ich so gebogen, weil die sehr, sehr lang war. Die kam wurzelnackt an. Und die hätte hier sonst nicht wirklich reingepasst. Da ist die kleine Blutbuche. Sieht man schon, dass die Knospen da jetzt so aussehen. Ich bilde mir ein, dass das vorher anders ausgesehen hat. Müsste ich eigentlich mal Videos vergleichen. Dem Orange Stream scheint es sehr gut zu gehen. Die Blätter sehen auch richtig schön gesund aus. Vielleicht erholt es sich ja dieses Jahr. Würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und er hat, wie gesagt, den Winter ohne Schutz draußen überstanden, weil ich eigentlich gedacht habe, der geht drauf. Dann habe ich hier meine Scharlacheiche. Bei der müssten jetzt dann auch bald die Knospen aufgehen. Ich hoffe sehr, dass die weiter unten auch noch ein paar Knospen ausbildet. Und da habe ich jetzt noch eine Kräuterkirsche. Mit ein paar Markierungen, welche Zweige ich abschneiden will. Das mache ich aber, wie gesagt, dann alles, wenn die angewachsen sind, also Schnittarbeiten. Bei der Linde werde ich auf jeden Fall was abschneiden, weil ich möchte die eigentlich nicht ganz so gebogen wachsen lassen. Das war jetzt bloß, wie gesagt, Verzweiflung. Wo tue ich die jetzt hin? Mist, die passt da nicht rein. Okay, dann trate ich sie halt. Und die kleine Zwergblutpflaume, die seht ihr dann im Umtopf-Video. Da mache ich dann auch wieder ein Nachher-Video dazu. Ansonsten waren noch andere Pflanzen drin. Ja, die anderen Pflanzen haben auch alle extra Videos. Auf jeden Fall, so schaut es aktuell im Kältezelt aus.
Und ja, das war das Update von den Pflanzen.